Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin für diese Woche. Ich bin gerade in Orlando, da findet eine Messe statt, wo die neuesten Entwicklungen der Freizeitindustrie vorgestellt werden. Und da gucke ich mich mal um, ob ich was für unsere Kussmundflotte finden kann. Meine Kollegen waren in der Zeit sehr fleißig und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit Ihrem Magazin. Und während ich morgens um 7 noch mal schnell im Pool springen kann hier in Orlando, kann man bei uns morgens um 7 Schlittschuh laufen auf AIDA Prima. Das haben Sie sicher schon gehört. Aber der Mann, der Zauberer hinter den Kulissen, den kennen Sie noch nicht. Das ist Kuschel. So heißt er, der Eismeister von Holiday on Ice. Gucken Sie mal hier. Ich bin Kuschel. Ich komme von der größten Eisshow der Welt, von der bekanntesten und, glaube ich, schönsten. Ich komme von Holiday on Ice. Ich bin Produktions- und technischer Leiter bei unserer Eisshow, vor allen Dingen hier in Deutschland. Wir spielen hier 22 Städte, 300 Shows jedes Jahr, bringen unheimlich viel Technik mit und auch unsere eigenen Eisflächen. Ich bin heute hier, um ein ganz besonderes Projekt zu eröffnen. Wir eröffnen eine Eisbahn auf einem Schiff, 46 Meter hoch über dem Wasserspiegel. Und das ist ein ganz besonderes Projekt, was Holiday on Ice und die AIDA zusammen ins Leben gerufen hat. Was kann man Neues machen? Da ist man auf uns zugekommen. Wie sehen wir das? Wir hätten die Erfahrung, die haben wir natürlich auch. Denn seit 73 Jahren sind wir mit mobilen Eisbahnen auf der ganzen Welt unterwegs. Wir wurden gefragt, wie man sowas bewerkstelligen kann. Es gibt natürlich schon Eisbahnen, aber eine Eisbahn außen auf einem Schiff gab es bisher noch nie. Und das ist neu. Das war für alle eine besondere Herausforderung. Weil die ganzen Umstände auf einem Schiff gerade außen noch ein bisschen anders sind. Da kommt Regen dazu, da kommt Wind dazu, da kommt Sonne dazu und man hat salzige Luft, was für Eis natürlich nicht ganz so optimal ist. Und das Allerschwierigste ist, alles, was ich gerade sagte, kann in relativ kurzen Abständen relativ schnell auftreten. Und da ging es zum einen erstmal darum, wie kann man das überhaupt bewerkstelligen, auf all diese Witterungen reagieren zu können. Beispiel ist, es regnet. Man kann über Nacht, wenn es mal durchregnet, wir kühlen weiter, dann haben wir nächsten Tag 2 Zentimeter Eis mehr. Da muss aber das Eis auch so reguliert werden, dass es nicht irgendwann zu dick wird und dann ist die Qualität vom Eis auch nicht mehr die wir haben wollen. Ich kann Eis laufen, allerdings nicht so schön, dass es für eine Show reichen würde. Ich habe früher hobbymäßig mal Eishockey gespielt, das ist aber auch schon viele Jahre her, weil wir bauen auf und ab. Aber nein, Eislaufen ist nicht mein Ding. Zum Abschluss möchten wir Holiday on Ice allen Gästen noch viel Freude mit der Eisbahn wünschen. Gehen Sie ruhig mal hin, gehen Sie mal aufs Eis, Sie werden es genießen. Draußen auf dem Schiff kann nicht jeder von sich behaupten, dass er das schon mal gemacht hat. Ist ein super Eis geworden, die Eisqualität ist fantastisch und ich wünsche allen viel Freude damit. So, meinen Morgensport habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Ich bin auch jetzt bei der Messe eingetroffen. Mein Badge habe ich bekommen. Das Einzige, was mir zu meinem Glück noch fehlt, ist ein richtig schöner Pott Kaffee. Und wenn mir den jemand bringen würde, oh, das wäre ein Traum. So wie auf AIDA Vita. Gucken Sie mal hier. Guten Morgen, liebe Gäste. Heute ist Ihr Ruhe- und Relax-Tag und deshalb bringen wir Ihnen jetzt Kaffee ans Bett. Alles wieder hier. Alex 7 Steuerbord. Guten Morgen, hallo. Ein Lächeln. Guten Morgen. Herrlich, vielen Dank. Ich wünsche mir einen entspannten, ruhigen Relax-Tag. Ja, gerne. Wir werden uns Mühe geben. Kaffee ans Bett.
einen wundervollen guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann die Tür zu machen. Bitte? Oder geht es so? Also, da muss ich auch. Guten Morgen. Morgen. Hallo. So, und Sie wünschten sich also Kaffee ans Bett? Ja, sehr gerne, damit ich meinen Sohn nicht alleine lassen muss. Klasse. Dann wünschen wir Ihnen einen entspannten, Ruhe- und Relax-Tag. Das ist für mich ein super Urlaubstag, auch zu Hause immer, wenn ich den Kaffee ans Bett bekomme. Klasse. Vielen Dank. Schönen gerne, Tag genießen Sie. Genau, danke. Danke. Tschüss. Und so fängt unser Ruhe- und Relax-Tag auf AIDA Vita an. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für Sie. Wir haben im Sommer mal gefilmt, wie die Bella aus Dubrovnik ausgelaufen ist. Mit einem extra Kameramann auf der Brücke. Gucken Sie mal hier, fantastische Bilder. Mit dem Schiff auf die Brücke zugefahren und auf einmal war da so ein kleiner Kameramann, der sah ungefähr so groß aus und der sah witzig aus, weil der so klein war und wir so groß sind. Auch immer wieder, wenn Sail Away kommt, dann ist es einfach immer richtig geil, wenn es aussieht. Aber das Beste war heute eigentlich sowieso, als der Typ auf der Brücke stand, also auch einer von der AIDA Crew, und uns gefilmt hat, wie wir ausgelaufen sind und dann ins Rettungsboot unten eingestiegen ist und jetzt wieder auf dem Schiff ist. Wenn die AIDA-Sehnsucht Sie jetzt so richtig gepackt hat, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr Reisebüro. Viel Spaß mit der Verlockung der Woche. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und ein ganz wichtiges Thema dieses Jahr auf der Messe sind auch die Special Effects. Und jemand, der sich mit sowas richtig auskennt, ist gerade auf der Bella unterwegs. Jo Hecker vom WDR. Gucken Sie mal, was der Ihnen mitgebracht hat. Mein Name ist Joachim Hecker und am 18. November geht es für mich an Bord der AIDA Bella. Und dort bin ich für Experimente zuständig. Ich werde Feuer an Bord machen. Natürlich nur auf der Bühne, aber der Kapitän höchstpersönlich hat das genehmigt. Und wie könnte das aussehen? Zum Beispiel so hier. Viel Vergnügen. Wir sehen uns. Und wie immer am Schluss die schönsten Bilder der Woche. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.